Old Louis Hunter Bourbon? Ha? 70er Jahren? Was ist das? Lass uns herausfinden. Hi, Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners, und heute habe ich, wow, Old Louis Hunter, 6 years old, also 43% Whiskey-Base, Nummer habe ich sogar, 57480, und das wurde abgefüllt in den 70er Jahren, Leute. Also, ich habe den bei Masters of Malt gefunden für 242 €, aber nicht mehr erhältlich. Und dieses Sample habe ich hier online von fassstark.de. Dort ist Tomic, Tomek, der hier seine Sache mit mir geteilt hat, auf Empfehlung von noch jemand anders online. Vielen Dank dafür. Namen werden nicht genannt. Und diese Distillerie gibt's nicht mehr. Also, ganz kurz zur Distillerie-Geschichte. 1850 hat ein Mann namens T.J. McGibbon, tatsächlich eine Distillerie gegründet. Und dann hat er eine Excelsior, seine Markenname war Excelsior, rausgebracht. Also leider ging das ein bisschen bergab. Das wurde ein paar Mal verkauft. Da kam dann Prohibition 1932. Das Ding war so zerfallen, also kaputt, dass sie es neu bauen mussten. 1942 hat Seagram, also das mit aufgekauft. Das ist eigentlich ein Vorvorgänger von Diageo im Grunde. Und dann in 1947 hat man das dann geschlossen, denn man hat während dem Krieg praktisch nur damit auch dann hochwertige Alkohol produziert für den Kriegsmaschinerie in Europa, in Japan. Und dann zwischen 58 und 74 haben die tatsächlich Whisky dort produziert. Also diese Sample hier wurde aus einer Flasche, der vor 1974 destilliert wurde, tatsächlich denn da entnommen. Damals haben sie ein paar Lagerhäuser gehabt mit 60.000 Fässern, haben sie denn da aufbewahrt. Und nachdem es 1974 geschlossen wurde, der Old Louis Hunter Distillery, Old Louis, weil es halt eben einen Mann gab damals, der tatsächlich hier ein Jäger war, der hieß Old Louis, und deshalb haben sie diesen Namen statt Excelsior genommen. Und in den 80er Jahren, Anfang der 80er, haben sie versucht, Ethanol dort in diese alte Distillerie zu machen, wo sie nie dazu kamen, tatsächlich das zu verkaufen. Und dann verfiel das. Es gibt ein interessantes Video, wo man wirklich sieht, wie diese Menschen, die diese Ruinen besichtigen, hingehen und dort ein Video machen von alles, was zerfallen ist, kaputt ist. Einfach mal, es ist eine Ruine, genau wie man das von Tschernobyl oder sonst was kennt. Genau auch bei der Old Louis Distillery, Old Louis Hunter Distillery war es auch. Farbe ist nett, also sieht wie eine nette Bourbon aus, 6 Jahre alt, mindestens steht immer da drauf. Whiskey Base, wie ich sagte, 57480. Meine Nase sagt, lecker, also sehr, sehr gut. Also, es riecht, also ich habe schon einen Jim Beam gehabt, der sehr alt war. Und nein, ich habe also 70er Jahre in Four Roses, glaube ich, gehabt. Der roch auch so ähnlich. Echt richtig gut. Ich beschreibe, einen Moment. Kommt in meine Nase rein. Das erste, was ich habe, ist eine Art Wildkirsche. Und da kommt einiges in Holz dazu. Und dann gibt es diese Art Hefe, also der da ist, der sehr blumig ist. Es hat eindeutig Verwandtschaft mit einem netten alten Old Roses. 43% ist nicht zu viel. 6 Jahre alt ist eine nette Alter für ein Bourbon. Also immer Virgin Oak, also immer erste Fässern damals.
Und man darf nicht vergessen, bis in die 70er, 80er Jahren gab es ein großes Sterben denn da von den ganzen Distillerien, auch in Amerika, war halt eben niemand trank mehr Bourbon. Das war der Getränk von Mama und Papa und wir, also die Kinder damals, das heißt meine Eltern, die da aufgewachsen sind in den 70er, 80er Jahren, haben eher Wodka oder Rum oder Wein oder sonst was getrunken und Bourbon war absolut out. Ja, Wildkirsche. Also die ganze Zeit Wildkirsche, ein bisschen Vanille. Blumig auch dazu. Maiskolben auf dem Grill. Ein bisschen Butterscotch. Nett, gefällt mir. Gefällt mir richtig, richtig nett. Also ja. Sehr schön, sehr schön. Also eine Nase würde ich langsam auch fast 2 plus, 1 minus gehen, aber lass uns sehen, was mein Mund sagt. Bisschen hot, bisschen sehr viel Pfeffer. Ja, also hot ist er schon am Anfang, also der ist nicht sehr alt, nicht sehr mild. Aber der Geschmack, der da ist, ist schon eine karamellige. Ich bleibe immer noch bei meiner Wildkirsche und ein bisschen Mais dazu. Also ich war ein bisschen mehr, ein bisschen mickrig mit meiner Sample hier. Ich werde nochmal hier mir was gönnen. Frage, ob Wasser wirklich hilft. Also es riecht wesentlich besser, als es schmeckt. Ich glaube, ich habe es damals auch gesagt beim Wild Turkey. Aus den 70ern. Jim Beam habe ich auch einmal aus den 60ern gehabt sogar. Auch da, glaube ich, habe ich gesagt, es riecht hervorragend. Aber es schmeckte, naja, okay. So, noch einmal. Ich nehme ein bisschen und danach kommt ein bisschen Wasser dazu. Also wenn diese Schärfe, dieser Alkohol, dieser Biss weg ist, deshalb hier, dann der hier und am Ende, also da ist einiges an Holz, da ist einiges an Karamell, da ist einiges an dieser Mais, also Buttermais auf dem Grill. Und da ist ein kleines bisschen auch noch dabei von, ich bin das, ach, was ist das? Das ist eine Art neues Leder ist das. Also man hat ja so diese Taschen damals, den man die Schüler mitgenommen hat, gegeben hat, wo der Leder noch ganz neu ist. Und das war, hab ich ein bisschen da dran, was mir persönlich nicht unbedingt hier eine Freude bereitet. Altes Leder ist, wo ich absolut hier sage, yay, aber diese neu, nicht so. So, einmal ein bisschen Wasser dazu, ein bisschen runter dann auf 38 oder irgendetwas. Er bleibt hart. Ja, wie ich sagte, Nase 2 plus plus. Im Mund kriegt er ein 2 minus. Also, dann am Ende geht er echt. Da ist ein nettes, nettes, nettes Nachgeschmack im Mund. Bis auf diese Leder. Also, ach, vielleicht bin ich doch zu gnädig mit meinen 2 minus heute. Ach, ja, ich merke das noch im Mund hier ein bisschen. Ach, 3 plus, 3 plus plus. Haha, ich kann mich irgendwie herauswursteln jetzt hier. Also, er kriegt ein 3++, also wow ist er nicht. Also, der Old Lewis Hunter, 6 Jahre alt, 43%. Hot, einen netten Nachgeschmack, der doch am Ende, je länger der bleibt im Mund, desto merkwürdiger schmeckt er. Ich weiß nicht, ob das mit der Lagerung in der Flasche zu tun hat oder ob das einfach mal diese Distillerie typisch ist. Echt lecker. Also wirklich, wirklich lecker. Er bleibt hart. Ich habe schon einen Control Whisky vorher gehabt. Ich habe gedacht, vielleicht wird es besser. Aber es gibt so, jetzt ist es gut. Und dann kippt er wieder. So, ich bleibe bei meinen 3++. Also, wenn wir von einem Flaschenpreis ausgehen von 242 oder 62 Euro wie beim Masters Amount, dann eine 6 minus.
Kriegt man nicht. Also, sorry, Leute. Also, keine Preis-Leistung. Das ist eine antike 1970er Flasche, 6 Jahre alt. Also, Tomek, noch einmal vielen, vielen Dank dafür, dass ich es testen durfte. Vielen Dank, dass ich schon wieder etwas Exotisches und Unmögliches hier auch präsentieren darf vor der Kamera. Manche nennen mich The Bourbon Teacher. Also, das finde ich auch ganz toll. Whiskey Jason, The Bourbon Teacher. Haha, gefällt mir. Also, bitte liken, bitte auch denn immer wieder abonnieren. Und meine Frage des Tages ist: Welcher Bourbon, also letztes Mal, als ich die Frage gestellt habe, war der älteste Whisky, den du jemals getrunken hast? Und da kamen Sachen denn da von wegen Scotch und so weiter. Nein, 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 nein. Welcher Bourbon hast du gehabt, der am ältesten war? Also, bei mir war das, glaube ich, ein 1963er Jim Beam. Also hatte ich ein kleines Fläschchen hier gehabt, habe ich auch mit der Decanter auch gezeigt hier auf meine Videos. Der war aus den 60er Jahren, könnte ich schon. Aber von der 40er, 50er oder 30er oder 20er habe ich bisher noch nichts gehabt. Ah, 30er wird schwer sein, nicht wahr? Mit der Prohibition. aber was war der älteste Bourbon, den du jemals probiert hast? Und was war es? Und was war deine Meinung dazu? Ist eine sehr, sehr alte Bourbon besser? Und ich meine nicht eine 23 Jahre oder 25 Jahre Pappy. Ich meine nicht, wie lange eine Flasche war, sondern wann er abgefüllt wurde und destilliert wurde. Okay, Frage des Tages erledigt. Immer wieder liken, immer wieder abonnieren. Und falls irgendjemand da draußen irgendwas hat, was ich bisher noch nicht getestet habe an Bourbons, also Samples kaufe ich gerne ab, auch das habe ich bezahlt und könnte ich damit erwerben und das tue ich auch gerne, damit ich unabhängig bleibe. Oder auch wenn du mir was schickst und einfach sagst, hey Jason, hast du noch nicht gemacht, bitteschön, kontaktiere mich bei whiskeyjason@gmail.com. Tausend Dank, dass du zuschaust, danke, 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 dass du auf Amazon draufklickst und irgendwas anderes bestellst, denn da kriege ich ein paar Prozente und auch, dass du auf meine Sample-Liste schaust. Immer wieder kommen neue Sachen dazu. Vielen Dank, bis dann, bis morgen, ciao.